Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Karte auf dem Marsch. Wir ernten aktuell viel Gras, nebenbei noch Gerste. Das machen wir als nächstes. Den werden wir mal kurz freistellen, entlassen. Dann werden wir die beiden entsprechend noch kümmern, die weiterarbeiten können. Wir heute noch auf Feld Nummer 2 fertig bekommen. Mir so dicht dran. Nur langsam leeren, dass er weiter weg ist. So, noch ein bisschen warten, weil der nächste auch gleich leer ist, sonst schreit er gleich wieder. Steht im Weg. So, bei mir ist heute wieder Sonntag, bei euch auch. Einen schönen Sonntag. Hoffe, ihr habt die Woche gut verlebt. Und gleich das nächste hinstellen. Und dann können wir uns gleich um die nächste also erst haben wir zu wenig Arbeit und zu viel, aber das passt schon so. Das hier mal auf 1. So, erst bei, dann ja, da geht der von der 24 auf 23. Und der geht erstmal auf die 26. Den kleinen Feld da. Ah, ein paar waren linker noch. Aber wie gesagt, gut ein Hänger weniger als nicht gut greifbar. Beziehungsweise doch gedüngt war optimal. Aber Wachstum hat trotzdem gefehlt, die Stufe. Aber ich glaube persönlich nicht, dass es noch, dass es morgen noch eine Stufe gewachsen wäre, also bis morgen. Also lass uns überraschen, wenn es morgen, müsste ich eigentlich düngen, also mit dem Düngerwagen rübergehen. Ich habe keinen Traktor frei. Also mit Gärreste wird ein bisschen, hab ich. Wäre aber optimal, ne? Das ist ja günstig, ne? Aber Gärreste sieht man nicht so, wird nichts werden. Ey, auf die 23, da können wir eher mit Gärreste arbeiten, weil da vor der Haustür ist. Aber mal sehen, das ist jetzt mal das ist so wichtig. Wichtig, dass wir die Ernte reinkriegen. Und ich weiß auch nicht genau, ob wir die Wiese überhaupt als Wiese lassen. Oder ob wir da praktisch gesehen eine Frucht reinbringen. Überwintern, ne? Das können wir auch noch machen. Die Aussaat können wir auch morgen noch machen, das stimmt, das geht auch noch. Oder über Nacht laufen lassen. So, das ist ein bisschen mehr Gras. Ja, das ist auch gut so. So, das ist gleich am Anfang hier. So, ersten Mähpunkt. Erstmal löschen. Das war ganz 26. Sieht klein aus, ne? Aber ist auch, naja. Oh
aufgetankt wäre. Ernte. Feld 26. Genau. Das war hier auch das gleiche Theater. Hier standen wir auch wieder auf 0. Beziehungsweise auf Strich. Und dann kann er gleich loslegen. Optimal. Wird ja hoffentlich nicht im Weg stehen, ne, wenn er nachher. Da riecht ein bisschen mehr rein. Naja, 10 km/h. Gut. Ja, der Tank sieht leer aus. Wird reichen müssen. Der ist auch noch fleißig bei. Eine Runde noch. Geht vorwärts. Richtig Stress hier. Auf der Marsch. Das ist typisch. Gleich alle beide. Dann haben wir erst den einen hier. Dann wollen wir ja rückwärts fahren sonst. Muss ja nicht sein. Ah, geht die aus. Gleich zum nächsten Drescher. Nö, so machen die saubere Arbeit. Die Kurbelsäge. Und die Kurbelsäge ist nur an Ecke ein bisschen was. Ansonsten ist das meiste runter, ne? Bisschen dichter ran. Jetzt kann er wieder zurückfahren. Genau, und dann können wir nämlich um den nächsten kümmern. So. Der macht noch eine Runde. Der ist auch noch fleißig bei. Sammeln. Ja, zurücksetzen, das wäre eine Katastrophe. Mal wiederholen. Vor allem wäre dann leer. So, das ist ja. Drüben müssen wir die ersten Bahnen gleich holen. Dann gleich. Nehmen wir die drei gleich geradeaus. Und jetzt die drei. Bisschen zickzack fahren. Dann fahren wir gleich zu BGH. Und dann gehen wir auf Feld Nummer 24 und schnappen uns die Ballen, die am Außenrand liegen, weg. Hauptsache der Sprit reicht. Bin ich daran, ne? Können wir was hören. Das nennt sich Vollbremsung.
Ja, wenn ich mal einen Schwung bin, dann bin ich Schwung, ne? Ja, dann haben wir schon ein paar Wiesen erledigt heute. Spontan entschieden, wir nehmen noch ein paar Wiesen. Damit wir wenigstens etwas verdienen. Das werden wir in Silo reinstellen. Obwohl, die können wir auch gleich hier hinstellen. Das wird von Zeitpunkt ähnlich sein. Ein bisschen weiter einschlagen. So. Muss ja nicht so genau sein. So. So, was machen wir jetzt hier? Ah. Dich dran, ey. Und da geht auch. Da hinten. Geht nach vorne. K geht nach hinten. M nach vorne. M war aufheben. So. Egal. Z. Oh, das passt genau. Die Kosten jetzt lohnen, ne? Das muss ja nicht sein. Machen wir Platz. X. Ja, sieht sauber aus. Ja, noch verwiesen. Ein, zwei noch. Mal sehen. Vielleicht morgen. Man sieht, man war schon zu, richtig. Ah, das soll hier dann angekommen. Ah, den müssen wir noch reparieren und waschen. Schon wieder leer. Toll. Ja, wie gesagt, bei Getreide gibt es doch relativ hohe Erträge und macht ein bisschen mehr Arbeit als Raps oder Sonnenblumen. Aber da habe ich irgendwann mal wieder Überladerkurs zum Abfahren, Einfahren. Mit dem Traktor und mit normalen kleinen Hänger. Wir haben einen gelben. Nur die spinnen ja ein bisschen meistens. Ob das jetzt besser geworden ist, weiß ich nicht. Schauen wir mal, ne? Eine Runde ist ja fast fertig. Wird doch ein bisschen mehr Ertrag, wie errechnet wurde. Kann zwar nicht genau sagen, wie viel, aber es ist ein bisschen mehr. Temperatur ist bei 63 Grad, für die Grafikkarte das geht. Wir müssen gleich ein bisschen wenden und den nächsten gleich leer machen. Ich habe nicht gedacht, dass ich jetzt hier nochmal gleich nochmal leer machen muss im LKW. Gut, ist aber so. Jetzt sollte es eigentlich ja fertig werden normalerweise. Dann machen wir ihn leer. So.
Oh, er fasst wieder voll die Hänge. Und doch den zweiten mit Dolly kaufen. Da wird entsprechend. Ja, noch beinahe einen Baum mitgenommen, ne? Wir müssen uns um anderen kümmern, um den anderen. Den anderen, dass die Ballen wegkommen aus dem Weg. Beim nächsten Mal dran denken, dass ich ein bisschen mehr Platz lasse. So, kümmern wir uns gleich um den anderen. Müssen wir hier eine Tankstelle errichten? Wäre eine Option. Bin ja gespannt, wie viel die andere Flächen so im Ring, die ich jetzt hole, den Rest von der 12,5 plus, dann haben wir doch 3 Ladungen geholt. Wenn ich jetzt so rechts schaue, rechts überblicke, da müssten noch ein Hänger voll da sein. Gelben Status, 3 Hänger. Muss ich mal schauen, im Frühjahr, nach dem Frühjahr, wenn wir gelb. Da ist der Drescher fertig. Aber wir müssen ganz schnell hier die Ballen wegnehmen. Außer der Zaun steht nicht im Wege. Ja, so, ja. Paar mehr, naja, mehr kann man vielleicht sagen. Hätte gar nicht so sehr gestört, sag ich mal so. So. Nee, das ist Quatsch. Müssen wir sehen. Da, verdorrt. Da einspringen. Und gleich auf die 2. Auf die 2. So, liebe Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Dann sag ich mal Tschüss und Winke Winke. Ciao, ciao. Bald sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Tschüssi.